Einen wunderschönen guten Tag, Couchos, zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. Kann mir hier mal gerade meine Munition auffüllen. Kann sein, dass ich dann gleich neue kaufen muss, wenn ich mir das hier so angucke. Ist die Munition gerade von Gelb ins Weiße gewandert? Das kann eigentlich nicht sein. Okay, lassen wir das mal dabei. Komm, hier noch ein bisschen Repetitiergewehr-Munition. Kann ich noch Pfeile mitnehmen? Noch einen vielleicht. Okay. Sollte reichen. Sollte reichen. Ich denke, mehr Munition brauche ich jetzt nicht. Ja, beim letzten Mal habe ich es angekündigt. Ich möchte den Bankraub machen, den man über die spezielle Edition bekommen hat. Vorher kann ich einmal ganz kurz den Punkt wegmachen. Warum hängt hier ein Steckbrief? Irgendein Steckbrief. Vivo o muerto. $1000? Was zur Hölle? Okay. Wer genau ist das? Warum hängt der da? Der ist mir noch nie aufgefallen. Hängt der da schon lange? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Aber es wundert mich ein bisschen. So, wir können einmal ganz kurz hier hingucken. Ich will nur jetzt nichts falsch machen. Das ist ein Kutschenüberfall. Das hier ist der Banküberfall. Wir müssen zu Charles. Charles hat einige Pläne für eine Bank von Rhodes gekauft, die eine strukturelle Schwäche in einer der Mauern aufzeigt. Arthur, Charles und Uncle planen, die Mauer mit Dynamit zu zerstören und die Tresor im Inneren auszurauben. Ja, okay. Das ist genau das, was ich vorhatte zu machen. Ansonsten ist hier gerade nichts mehr. Ich bin der Meinung, dass das die Special Edition sei, also das von der Edition sein muss. Ich meine, das stand irgendwo. Charles? You busy? No, why? Fella sold me these plans. Oh, what do you gotta ask him for, Charles? Me? He's just gonna make a big drama out of it, you know he will. Drama out of what? Only the easiest little bank's glory ever got taken. Well, I don't like robbing banks now. You like complaining and whining. We never robbed that bank in Rhodes. Arthur's good. He's the best man we got. And this is easy. But he complains a lot. What is it? Turns out there's a big weakness in the building. They replaced a window to improve security. But the bricks are real weak. So? The vault's right behind. Fellow sold me the plans, told me all about it. It's an open secret in town, due to be fixed any day, apparently. And we got enough explosives? I don't think so. Well then, what are we waiting for? Come on! Well, just no wine in there, Arthur Morgan. Oh, shut up. I'll make you wine. Ne? Give me this. Ich wollte gerade sagen, betrunken nehme ich dich nicht mit. Ich glaube, er ist eh betrunken, aber... Moment, haben wir das nicht eben hinten am Pferd angebracht? Ne, jetzt ist es nicht da. Oder haben wir es bei einem der... Ah, ne, da. Wir haben es bei Charles angebracht, okay. Auf einer Rhodes, da waren wir schon so lange nicht mehr. Also ist tatsächlich schon ein bisschen her. Beim letzten Mal haben wir da Steckbriefe gesucht. Von denen wir immer noch nicht alle gefunden haben. Ich weiß nicht, ob die Quest damit auch schon gescheitert ist oder so. Aber... Been a while since I robbed the bank. I'm looking forward to this. Have you ever robbed a bank? Of course I have. Or what about that one up near Canada with you and Bill a couple of years ago? You was the lookout, and not a very good one if I remember right. Can you believe this, Charles? I'm staying out of it. Try not to get us trapped in a burning barn this time, Uncle. And you try not to kill half the town over some imaginary gold. He has a point there. Ich bin mir nicht sicher, aber... Bei den meisten Fällen war nicht ich daran schuld, dass die halbe Stadt getötet wurde. Meistens... Meistens hat es irgendein anderer verkackt aus der Bande. Also... Ich bin da relativ unschuldig. Das finde ich übrigens echt immer cool, wenn man so mit anderen unterwegs ist. Sind wir schon an Road?
Stimmt, wir sind echt schon da. Krass. Mir war nicht bewusst, dass wir so nah an Rhodes dran sind. Hallo. Arthur, nicht stehen bleiben. There's the bank. Just there. I see it. Yeah. This way. Sollten wir das wirklich bei an helllichem Tag machen? Let's rest here till dark. Ich wollte gerade sagen. This is my kind of bank robbery. Er schläft erstmal eine Runde. It's time. Let's go. Alright. Wake up, beautiful. What, already? Yes, come on. Es regnet auch noch. Kann ich nochmal umdrehen? Kann ich nochmal umdrehen? Nein, ich hätte so gerne Maus nochmal gefüttert. Right. Let's see what's going on. That boy over there, he's a guard for sure. Well, I'll go deal with him. Silently, please. Of course. Sieht ihn hier wer? Schnell. Bin mir nicht sicher, ob das sonst auffallen könnte. Ich weiß nur, dass davor auch noch einer war. Also da ist Anke. Wir müssen zu Arthur. Zu Charles. Als wir das letzte Mal... Als wir das letzte Mal versucht haben, was in die Luft zu springen, hat es übrigens nicht funktioniert. Da waren wir auch dran beteiligt beim letzten Mal. Ich hoffe, dieses Mal klappt's. Okay. I think we're all good. Ready when you are. Alles klar. Ich würde sagen, wir lassen uns nicht groß Zeit. Es wird halt Lärm machen wie sonst was. Es wird Lärm machen wie sonst was. Ja, perfekt. Let's see what we got in here. Check those other vaults. Yes, hurry up. We ain't got long. Na komm. X-Bam. Geht auf jeden Fall schneller, als die wieder zu knacken. Hallo? Ach, du könntest dich trotzdem ein bisschen beeilen, Arthur. So, die ist so weit offen, da werde ich ja wohl nicht X-Spammen müssen. Doch, ich glaube, da muss ich X-Spammen. Na komm. Ich meine, hier suchen uns eh schon so viele. Das kann uns auch egal sein. Let's go, gentlemen. Quick. Coming. Let's go. Alter, wo bleiben die eigentlich? Das ist nicht mein Pferd. Das ist mein Pferd. Können wir? Kopfgeld mittlerweile auf $405 angestiegen. Holy shit, ey. Mein Problem ist, ich hätte Maus halt echt gerne gefüttert. Maus hat nicht mehr so viel Leben und Energie. Oh, da war ein Stach. Maus aufstehen. Bitte. Was nehmen wir denn mal? Nehmen wir die.
Jo, den hab... Oh, der war gut. Der war nicht schlecht, der Kill. Ja. Wir sollten einfach mal ein bisschen weiter reiten. Nicht gegen den Baum. Nicht gegen den Baum. Ich hab vergessen, die Ratten, die springen ja nicht über Zäune. Spring drüber, danke. Ich hoffe einfach mal, dass die den zumindest erschießen, den einen. Oh shit. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Okay, die haben wir. Wir müssen jetzt irgendwie hier mal wegkommen. Der Baumstumpf, Vorsicht. Problem ist, hier rechts ist überall Wasser. Aber es sieht... Ich glaube, wir haben sowieso alle Gesetzeshüter erschossen, die uns verfolgt haben. Hey, Charles, ich muss hier ein bisschen nach links. Vielen Dank. Hat relativ gut funktioniert. Die Flucht war nicht ganz reibungslos, also da kann ich mir Schöneres... Oh shit. Moment. In das Gebiet sollten wir auch nicht unbedingt rein. Hier könnte es auch noch Stress geben. Wobei, ist das Haus eigentlich komplett abgebrannt? Das Haus ist komplett abgebrannt. Ich habe nicht aufgepasst. Maus. Lemoyne 515. How about that? A work of art. You boys should bring me along more often. Maybe things go a little smoother. There's no substitute for experience. That's why we don't bring you. I wouldn't start celebrating just yet. You know, Smith, I feel like me and you are gonna be fast friends one day. I'm an acquired taste on account of my complexity. But everyone learns to love me in the end. Uh-huh. I'll take your word for it. Trefft euch außerhalb von Shady Bell. Ich würde sagen, wir nehmen wir den Weg. Warte, ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Nee, wir können hier einfach querfeld einreiten. Oh Mann, ey. Wie viel er beim Flüchten zu Pferd schon wieder schief gegangen ist gerade, ey. Kommen wir irgendwo raus? Da ist ein Tor. Da ist ein Tor. Da muss ich halt mit meinen Kumpanen hier echt immer aufpassen. Ich verstehe nicht warum, aber aus irgendeinem Grund können deren Pferde gefühlt nicht über irgendwelche Hindernisse springen. Ich meine, Maus tut sich da auch ab und zu schwer. Ich weiß. Ich glaube, ich habe gerade wieder mal irgendein Tier überritten. Kann das sein? Oder es klang auf jeden Fall irgendwie so. Real easy. How'd we do? We did okay, I think. Here, and thank you, boys. That was fun. Now, don't forget to give the camp its share, Uncle. Oh, as if I would. As if. Now, split up, both of you. Let's get moving. Gesamt. So viel war das gar nicht. Da hätte ich mitgerechnet, dass es mehr gab. Ja, und ich habe halt ein bisschen lang gebraucht. Ich hätte auch den Polizisten... Nimmt bei der Flucht keinen Schaden. Das habe ich tatsächlich geschafft. Krass. Ich hätte auch den Polizisten tatsächlich nicht verstecken müssen. Ich dachte, na, vielleicht, wenn man den nicht versteckt, vielleicht entdecken sie einen früher. Aber das war sowieso nicht der Fall. So, ja, auch in Rhodes ist mittlerweile ein roter Kreis drumherum. Hier war sowieso der ja schon lange, wobei hier theoretisch nichts mehr sein dürfte. In Valentine wurde der, glaube ich... Ja, der wurde irgendwann mal aufgehoben in Valentine, da weiß ich gar nicht warum. Dasselbe gilt für hier, die komische, für Strawberry, wo meiner Meinung nach auch mal ein roter Kreis drumherum war.
Saint-Denis ist weiterhin nichts dazugekommen. Ich frage mich, ob ich mich wo hier oben schon hinporten kann. Ich vermute nicht. Wir reiten mal kurz zur Farm. Und gehen mal an die Schnellreisekarte. Und gucken mal, ob ich da vielleicht doch hinkomme. Ich befürchte nicht. Genau, nur ich. Okay. So. Was ist denn, was geht mit euch? Was steht ihr hier so rum? Hä? Was stehen sie hier, die hier so rum? Morning. How's Abigail holding up? Well, not too good. You need to find that boy, Arthur. We will. I promise. Hä? Okay, well, let's talk more later. All right then, Arthur. Moment. Abigail ist die Mutter von Jack. Jack haben wir doch schon lange. Das ist ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Kann man hier spielen? Oh, das will ich jetzt testen. Oh, schade, kann man nicht. Das wäre cool gewesen. Das wäre echt cool gewesen. Ja, wir haben noch früh am Morgen, deswegen wird hier zum Teil auch noch geschlafen. Wir können einmal mal kurz in die Kasse schauen, würde ich sagen. Gucken, ob es hier irgendwas gibt. Ja, Beitrag leisten müssen wir eigentlich nicht. Wir gucken einfach mal kurz ins Kontrollbuch, ob es irgendwas Neues gibt. Ich vermute zwar nicht, aber man weiß ja nie. Was war da unten eigentlich? Lagerkasse 21,50. Achso, ja. Medizin ist ein bisschen knapp, aber das war's eigentlich auch. Und den Rest haben wir komplett gekauft, okay. Gibt also nichts Neues. Was ich machen kann, ist, ich könnte ein paar Wertsachen eben spenden, einfach mal. Ich brauch's halt eigentlich nicht. Ich meine, es kommen noch Kapitel. Aber ich weiß nicht, ob da noch was dazukommt. Alles Sachen, die nicht so wirklich viel wert sind. Die hätte ich mir vorher schon wieder spenden müssen. Das ist ja das Problem, dass wenn ich davon zu viele behalte, dann kann ich keine mehr aufheben. Okay. Warum darf ich nicht weitermachen? Hä? Warum das jetzt? Warum durfte ich nicht weitermachen gerade? Warum hat er das abgebrochen? Oh, guck mal hier, die Platin-Taschenuhr. Ich frage mich, ob der Smaragd da auch dabei ist. Hier haben wir noch einen Platin-Ring. Leute. Das ist ein bisschen grenzwertig hier, muss ich gestehen. Dass das zwischendurch abbricht. Nur wenn man eine bestimmte Anzahl gespendet hat. Warum? Also, das macht doch keinen Sinn. Also, warum sollte das abbrechen? Das macht ja wirklich keinen Sinn, dass es abbricht. Was ist eigentlich der letzte Gegenstand? Okay, $50 ist ein bisschen was wert. Ich glaube, $50 ist gar nicht mal so wenig. Wie gesagt, mir macht das Spiel echt Spaß. Ich finde es sehr, sehr cool. Wenn ich dann allerdings sowas hier habe, ist das was, wo ich mir denke, euer Spiel ist sowieso lang. Und ihr habt da unglaublich viel Arbeit reingesteckt. Es gibt doch einiges zu erkunden. Aber macht doch bitte sowas nicht. Macht doch nicht... Also... Macht doch nichts, womit ihr dann in der Art noch länger die Zeit... Allein, dass ich X gedrückt halten muss, ist meiner Meinung nach schon eine Frechheit. Und dass es dann auch noch ab und zu... Also, dass es dann abbricht nach einer gewissen Zeit, das finde ich ganz grenzwertig. Ja, da kann ich nicht mehr hin.
Und nach Rhodes kann ich nicht mehr hin. So, ich will mal ganz kurz, wie heißt denn das Dörfchen da oben? Ich war ja eigentlich noch nicht da. Das heißt, theoretisch dürfte ich noch nicht hin. Ich sehe auch den Namen davon nicht. Hatte ich gebeten, Slim Grant zu finden und ihn zu Brandwine Drop zu bringen. Annisburg heißt das Ding, glaube ich. Ich glaube, es ist Annisburg. Das nächste davon ist wahrscheinlich die Emerald Ranch. Ja, das nächste wäre die Emerald Ranch. Aber Emerald Ranch haben wir auf jeden Fall. Strawberry, St. Denis, La Grasse. Ich weiß gar nicht, was La Grasse ist. Butcher's Creek. Ja. Wo ist La Grasse? Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Wir gucken noch einmal ganz kurz auf die Map. Ja, hier ist aber sonst nichts anderes dazwischen. Also ich wüsste zumindest nicht, dass da noch was anderes dazwischen ist. Komm. Dann reisen wir jetzt zur Ranch. Und schauen einfach mal. So, ich meine, das hier trägt ja gerade noch zur Atmosphäre bei. Und das dient, vermute ich, auch der Ladezeit. Also es soll halt, also in der Zeit wird das Spiel laden. Und anstatt, dass man einfach sowas macht, hier wie so einen schwarzen Bildschirm, sorgt man dann lieber dazu, macht man dann halt lieber so ein paar bewegte Bilder. Wenn das nicht dafür da ist, dann ist auch das wieder was, um da einfach nur die Zeit, um das Spiel in die Länge zu strengen. Ist halt. Oh. Das hat das Spiel nicht nötig, ist die Sache. Wie gesagt, das Ding ist ja schon. Wollt ihr mich verarschen? Wieso das denn jetzt? Ich. Alter. Und das sollte meiner Meinung nach auch nicht passieren. Dass man einfach mal vor irgendwelchen. Dass man einfach mal vor irgendwelchen Kopfgeldjägern spawnt, ey. Hier ist auch noch irgendwer. Den habe ich. Und den habe ich. Holy shit, ey. Hallo? Holy shit. Wie Maus quasi tot war. Holy shit. Alter, hätte ich gerade das nicht dabei gehabt. Hätte ich also. Holy hell. Ich habe nicht mehr viel zu essen für sie. Okay, da war jetzt aber doch noch was, was ein bisschen mehr gebracht hat als der Apfel. Ach du meine Güte, ey. Hätte ich die Tinktur nicht dabei. Ich hoffe, ich mal ganz kurz gucken, habe ich von der noch mehr? Schlangenöl. Stärkt die. Und verstärkt sie etwas. Pferdearznei. Ja, hier ist sogar noch Pferdenahrung.
Erweckt ein schwer verletztes Pferd wieder zum Leben. Okay, eine habe ich dann noch. Okay. Boah, ey. Ich bin mir auch gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, da bin ich gegen nichts dagegen geritten, sondern das war gerade, dass die mein Pferd einfach abgeschossen haben. Das war gerade so ein leichter Schock. Weil beim letzten Mal hatten wir es ja mit den Tieren sowieso schon. Da hatten wir ja schon so unsere kleinen Problemchen. Aber das gerade... Holy hell. Aber es war auch krass. Da machst du da Schnellreise hin. Und da muss ich sagen, es passt nicht. Also das passt nicht zusammen. Also die Schnellreise ist ja hier nicht so, man teleportiert sich. Beim Teleportieren könnte ich ja sagen, also wie gesagt, wird natürlich auch keinen Sinn machen in diesem Spiel, wenn man sich teleportieren würde. Aber beim Teleportieren wird es ja Sinn machen. Teleportieren weißt du nicht genau, wo du rauskommst und dann kann es theoretisch passieren, dass du dich vor Gegner teleportierst. Das hier ist allerdings ja, und das zelebrieren sie ja ohne Ende, dass man dahin reitet. So, und warum sollte Arthur in die Kopfgeldjäger reinreiten? Was ist hier los? Oh, das sollte ich nicht tun. Okay, ich lasse es. Aber die haben welche getötet. Vielleicht hätte ich die eher töten sollen, anstatt jetzt den... Die Reste hier... Gegner. Mach mal dich hier bitte. Nein, ich werde nicht sterben. Könnt ihr Alter! Oh Gott! Alter! Panik! 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 Wo ist er hin? Oh, da! Das war auch wieder hier. Das waren diese komischen Kerle. Und zwar Dynamit. Alles klar. Oh, den habe ich schon geplündert oder so. Haben sie mein Pferd eigentlich wieder getroffen? Nein, ich glaube nicht. Diesmal bin ich bewusst von Maus abgestiegen. Auch wenn ich es, naja, fast trotzdem noch verkackt hätte. Okay, da hinten muss ich hin. Komme ich irgendwie über den Fluss? Also erstmal muss ich vom Berg runter. Ja, warum auch immer du da nicht durch kannst. Ne, da kommst du nicht lang. Maus, da hättest du rechts gekonnt. Da kommen wir runter. Jetzt muss ich nur hoffen, dass wir irgendwo durch den Fluss... Warte, was könnte ich... Könnte da irgendwas untersuchen? Was konnte ich hier untersuchen? Könnt ihr gerade was untersuchen? Markierte Bäume. Okay. Bandenersparnis anzeigen? Warum soll ich mir die Bandenersparnis anzeigen lassen? Kann ich hier irgendwas jetzt tun? Nee. Kenne ich den Baum? Habe ich davon eine Schatzkarte oder so? Landkarten. Erster Mordfall. Nee, der sagt mir gar nichts.
Nein. Hallo, warum hast du den jetzt wieder genommen? Ich möchte... Nein. Tasche. Danke. Briefe, Bücher, Zigarettenbilder, Schatzkarte. Nee, da ist nicht so ein Baum zu sehen. Ich kann auch nicht wieder direkt in das Menü rein. Das ist halt auch so ein bisschen blöd. Da sind die Schatzkarten. Das könnte es noch sein. Nö, da ist aber auch nichts drauf. Okay, nö, dann nicht. Dann nicht. Und hier sehe ich jetzt spontan aber auch irgendwie nichts, was man machen könnte. So, komme ich hier irgendwie über den Fluss? Und vor allem komme ich auf der anderen Seite wieder hoch. Theoretisch sieht es mir hier danach aus, als wenn ich hier einfach durchreiten könnte. Durch den Fluss. Ja, das ist doch schon mal gut. Wunderbar. Aber ich würde sagen, da war genug Action für heute. Wir haben erfolgreich die Bank ausgeraubt. Wir haben... Hallo, Pferd. Okay. Wir schnappen uns die nochmal kurz. Ich sehe sie nicht leider. Da unten ist noch einer. Getroffen habe ich ihn, aber... Dich habe ich auch. An dir schieße ich vorbei. Alter, was bist du für ein Glückspilz? So. Ja, hier leben irgendwie die absoluten Hinterwäldler. Ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Aber jetzt war's das für heute. Morgen begeben wir uns zu auf die letzte, also ich denke mal auf die letzte Quest von Jim Boy Calloway. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Und ja, dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Quest ist bekannt. Und ob wir das erfolgreich lösen, sehen wir dann beim nächsten Mal. Also bis dahin. Haut rein.